Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Part, kann man sagen. Euro Truck Simulator. Ich wundere mich gerade selbst, da ich im Voraus aufnehme, was ich eigentlich gar nicht beabsichtigt habe, aber hab Bock Euro Truck Simulator zum Zocken. Machen wir das jetzt einfach mal. Erstmal wahllos in den Gängen herumschalten, so wie es sich gehört für einen Profi-Trucker. Jetzt der Anruf, bitte. Oh, hallo. Okay, da ist er nicht mehr da. In der Nachsicht, ich will nicht mehr aus der Nachsicht fahren. Aus der Nachsicht ist langweilig. Na komm schon, schneller. Bitte, F7. Ah, wie leicht ich mich ablenken lasse, das ist ja nicht normal. Er kommt 12. Gang und. Jo, sicher, erst mal zurückschalten müssen. Ich bin ein MAN, ich bin zu schwach. Ja, das ist der Grund, der mir Volvo vor. Volvo ist viel besser als MAN. Meiner Meinung. Warum fährst du nicht Renault? So halt. Bin gerade so ein Fan von Renault. So, schalten. Und weiter geht. Ja, LKW Elefantenrennen. Na, na, sicherlich nicht. Was aber auch cool ist, dass die einmal überholen probieren. Gefällt mir. Jo, komm schon. Du bist schwach, oder? So einen Anhänger da stehen lassen und allein fahren. Links, rechts überholen. Na, super. Ich will nach Linz, ich will nach Österreich. München, Linz, Nürnberg. Düdüd. Hallo Renault. Und tschüss. Oh oh. Das war ungut. So, ihr biegt jetzt alle ab. Und ich fahr gut weiter. Brumm, da da brumm. Ja, wir haben die unmögliche Marke von 100 km/h geknackt, ja, Gott sei Dank. Ja, 101 km/h sind sogar. Läuft. Mama ist daheim, wie sie sich gerade angehört hat. Na, macht nix. Oh, da muss ich raus. Erstmal in den Rückspiegel schauen, sagst du? Jo. Apropos Frankreich, ich freue mich schon aufs neue Assassin's Creed. Also auf das Unity. So. Was für Lieder habe ich eigentlich? Später noch schon. Im Spiel kannst du nämlich einen
eigene Lieder einfügen und gibt's genug Tutorials im Internet, wie das geht. Die Spur selbst sagt es mir auch nochmal. Ist auch fein. Warum fährst du so langsam? Fahr schneller. Ja, wenn ich es etwas zu schnell fahre oder ein Geschmack, ich fahre einfach so. Es ist eben so ein interessanter, weil viel mehr passieren kann. Aber ist ja auch was. Soll mir auch recht sein. Hallo Laster. Holz. War interessant, wäre ein Patch, wo man dann wirklich die Polizei herumfährt und so. Und so Stichkontrollen macht. Das wäre auch interessant, das wäre lustig. Also wäre man gezwungen, sich wirklich an die Straßenregeln zu halten. Aber es heißt der Simulator. Dann kann man ja mal unnötigen Mist machen. Das funktioniert nicht so recht, den sie überholen. Aber was soll's? Komm, ich krieg dich. Lass da, mach schneller. Sofort. Wettrennen mit BMW, glaube ich, ist das. Passt. Mal gucken. Okay. 7 Minuten noch, ausreichend Zeit. Darf nicht vergessen, hier muss ich schlafen gehen. Ja, nicht das in real, ja, da muss ich ja so oder so. Im Spiel selbst meine ich. Ja, da ist wirklich wer daheim. Hallo Radarkontroller. Ja, schon mal auf 90 auf bremsen. Und Tempomat reinknallen. Guck, guck. Radarkontrolle vorbei und weiter geht. Mannheim. Will nicht nach Mannheim, will nach Lyon. Also wie man es sich immer ausspricht, aber ich gehe jedenfalls mal davon aus. Klick, klack, klick, klack. Nase juckt. Nase juckt gemein. Wo ist noch einmal Radarkontrolle? Was ist jetzt passiert? Also wenn mir alles dunkler geworden. Aber warum? Es würde beschleunigen. Nicht zum Elefantenrennen ansetzen, Herr Kollege. Das wird nichts. Jetzt sollten wir Fahrspur wechseln. Ich sehe noch einen Scheinwerfer, ich glaube, die sind neu. Fällt mir das jetzt auf. Ja. Komm, Gummi. Hallo Auto. Komm, gib Gummi. Lass da. Hm.
Ja, wie gesagt, ist eigentlich so, dass ich erzählen soll, ist ein Simulator. Da gehe ich es mehr gemütlich an. Hallo, anderes Auto. Und mir ist gerade etwas zu wenig hier los auf dieser Straße. Kann ja auch sein, dass es 10:30 ist. Oh, Sonnenblumen. Kuckuck. Ah, Mini. Böser. Lass mich nicht ungestraft überholen. Ein Blinklicht ist das. Na, Rundumleuchte, ja. Rundumleuchte haben wir ein. Das zählt. Ich denke, das hier ist das längste LP auf meinem Kanal bisher. Wird noch abgelöst werden, da bin ich mir sicher. Und zwar hundertprozentig sicher. Salzburg, München, Stuttgart. Ja, 500 Kilometer, 9 Stunden, null Probleme, Kollege. Hallo, Radarkontrolle. Die Schilder müssten Sie entfernen, dann wäre das mit der Radarkontrolle wirklich etwas mehr überrascht. Weil so kann man ja herumrasen und na, viel passiert nicht. Meine Tankstelle wäre langsam mal gut. Wir schlafen gehen und so. Dann der nächsten Tankstelle, vermutlich auch früher, wird es eine Cut geben. So, gib Gas, Gummi, Gummi, Gummi. Ob wir nochmal die 100 km/h schaffen? Komm, 2 km/h, 1 km/h noch. Yes, 100. Ob wir 110 schaffen? Jo, coole Idee, Kollege Lasterfahrer da. Muss jetzt vor. Erstmal runter, bevor du auf der Autobahn bleibst. Einmal sagt noch 2 Minuten. Jo. Tankstelle, ein jede Tankstelle. Bis dorthin vorher noch. Dort gibt es dann Pause. Hallo Volvo. BCB. Es fahren viel mehrachsige Zugmaschinen herum. Ist ja auch schön. Warum bremst der da vorne? Okay, Geschwindigkeitsbegrenzung. Da vorne blinkt was. Okay, da vorne hat das geblinkt. Da blinkt auch was. Will haben. Lass da. Licht dann im Dunkel. Oh, schön. Brauche ich nur, das ist so Hölle. Also man sieht schon mehr mit Fernlicht. Ja. Tankstelle, guten Tag. So. Also kurz gesagt, diese Fahrt wird wahrscheinlich die letzte für ein paar Monate sein. Ich meine, ja, Entschuldigung, dass ich mich beim letzten Schulanfangsparty nicht verabschiedet habe, weil ich gedacht habe, es geht weiter. Also so richtig verabschiedet, meine ich. So. Danke fürs Zusehen, Freunde, und tschüss.